Scheint eine Münze zu sein. Oh, leck mich am Ärmel. Aber es sieht alt aus. Alter! Leute, eine Münze! Yes! 3, 2, 1, go! Hallo, die Leute, grüßt euch, servus, wie geht's, wie steht's? Ich hoffe gut. Wir sind heute wieder beim Sondeln, heute bei so einem wunderschönen Wetter sind wir auf einer neuen Genehmigung unterwegs und schauen uns diese heute an. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Video, auf bald! Unsere heutige Ausrüstung ist wieder der Garrett AT Max und der NX6 Spaten von den Diggers sowie den Garrett Pinpointer AT, alles von DT. Genau. Und ja, das war kurz zu der Ausrüstung. Starten wir los. So Leute, das erste Signal des heutigen Tages. Reingekommen mit 75. Tiefe 10 bis 15 cm. Der Pinpointer hat es auch schon. Es ist ein Stück Metall mit zwei Löchern. Denk mal, dass das auch noch eins ist. Ja. Genau, erster Fund des heutigen Tages. Weiter geht's. So Leute, das nächste Signal, reingekommen ist die ganze Sache mit 80, hier ist es auch schon, perfekt angestochen, also nicht erwischt, aber vielleicht seht ihr es, es ist eine Münze Leute, eine Münze, yes, ah, hier steckt es drin, ach, eine schöne auch noch, ein Mark, jawohl, ist das geil oder ist das geil? Es ist nicht nur geil, es ist mega. Das ist Silber, Leute. Jawohl. Das hätte ich mir heute echt nicht mehr erwartet. Ist das geil. Von 1880, eine Mark. Ah, schön. Einfach nur toll. Yes! Ist das geil. Freue mich wahnsinnig. Vor allem also, da ist die Erde rausgehoben. Und dann ist das Ding wirklich, habt ihr selbst gesehen, so drin gesteckt. Alter Schwede. Ja, sehr, sehr geil. Weiter geht's. Yes. Leute, ich dreh durch. Da ist das erste Signal gewesen, die eine Mark. Und kaum schwenke ich weiter. Das nächste Signal mit 63. Scheint hier zu liegen. Auf 10 cm. Jetzt schauen wir mal. Machen wir mal eine Live-Grabung. Jetzt geht's ganz schön. Weil der Wind nicht so stark ist. Ich bin ja hier auf dem Hügel herum. Aber jawohl. So, jetzt gucken wir mal, was denn hier noch drin ist. Vielleicht doch mal eine Münze oder so. Ah ja, toll. Gut. Schauen wir mal, ob das der Pinpointer schon anschlägt. Jawohl, er schlägt schon an. Habe ich es draußen? Nee, ist doch drin. So. Gucken wir mal. Okay. Jetzt schaut es so aus, als hätten wir es erwischt. Hier müsste es sein. Hier ist es drin, oder? Nee. Das ist hier drin. Auch nicht. Ah, ich sehe schon. Ja gut. Ich habe eine Vermutung, es ist keine Münze. Ist aber auch mit einem schönen Wert reingekommen. Ein Stück Aluminium. Naja, hilft nicht. Weiter geht's. Jawohl. So Leute, das nächste Signal, reingekommen mit 82. Hier ist es schon. Gucken wir mal, was das denn sein könnte. So. Ah, eine Tube. Ein Teil einer Tube. Gut, weiter geht's. So Leute, das nächste Signal. Reingekommen mit 83. Versuchen wir das mal mit ganz viel Gefühl aufzumachen.
besser. Hier? Das gibt's jetzt nicht. Eine Münze! Eine Münze! Oder? Ist das eine Münze? Scheint eine Münze zu sein. Oh, leck mich am Ärmel. Leck mich fett. Ach du Kacke. Das ist Silber. Ach geh. Das gibt's jetzt nicht. Nee, ist ein Kopf. Ist ein Münzknopf. Auf jeden Fall Silber. Ja! Silber Nummer 2. Silber Nummer 2. Ei, ei, ei. Münze. Wenn da, da steht safe Lampenmünze drauf, oder? Alter! Zweite Silber. Ist das geil oder ist das geil? Yes, Leute, weiter geht's. Huh. So, Leute, das nächste Signal reingekommen mit 73. Hier liegt. Ich glaube zumindest, dass es das ist. Ich glaube Schrott. Sieht stark nach Schrott aus. Nehmen wir mit, schauen wir uns an. Aber ich gehe mal von Schrott aus. Weiter geht's. So, Leute, das nächste Signal reingekommen mit 83. Ist hier. Stechen wir mal noch mal ein. So. Hier ist es nicht. Hier ist es. Ja, ja. Ein Naschel. Gut, weiter geht's. So, Leute, deswegen immer noch überprüfen, ob was im Loch ist. Ein paar Zentimeter neben den Nagel ist nochmal ein Signal gewesen. Schauen wir mal. Es war 82 konstant. Hier scheint es zu sein. So. Ich bin gespannt, was es ist. Gut. Gucken wir mal. Da draußen, da haben wir es. Schauen wir mal. Was es denn ist. Nee, nichts Gutes. Ein Teil einer Tube. Ja gut, weiter geht's. So, Leute, das nächste Signal reingekommen mit 62. Hier scheint es zu liegen. Es ist wieder mal ein Nagel. Alter, Leute, hier ist es. Und es ist eine Münze. Und es ist sogar... Ach, leck mich am Ärmel. Das... Nein! Es sieht alt aus, Leute. Es sieht sehr alt aus. Ah, oh, ziemlich fertig. Aber es sieht alt aus. Alter! Ist das... Nein, das gibt's jetzt nicht. Die schaut nach Römermünze aus. Sorry, dass ich so rumschreie, aber ja. Ich mach's sauber und schicke euch ein Foto rein. Also wenn das stimmt, ich mag mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ist das ein Römer? Ist das ein Römer? Ja, aber es schaut schon so aus. Doch, da sieht man so ein Krönchen. Das ist ein Matschgeil. Keine Ahnung, total komisch geformt. Ah, hinten, was ist da hinten drauf? Ich mache jetzt nicht mehr rumreiben, ich lage es jetzt gar nicht mehr hoch. Hinten drauf scheinen zwei Menschen zu sein oder sowas. Schauen wir uns so, ich zeige euch ein Foto. Mega geil, das lohnt sich halt mal richtig. Ey. Weiter geht's. So, meine Freunde, das sind uns das nächste Signal. Hier in dem Platz ist drin. Hat mir zumindest mein Gerät gezeigt, Augenblick. Ist jetzt zwar nicht mehr, jetzt ist schöner geworden. Ich wollte gerade sagen, es war jetzt nicht mehr so schön, wie es sich am Anfang angehört hatte. Ist mit 73 reingekommen. Aber schauen wir mal. So. Hier ist es noch dicht gewesen. Ist es oben drauf? Nee. Aber weil das Ding rüber, weil nicht, dass das Signal da drunter gelegen ist vielleicht und auch im Boden drin steckt. Wie ich es mir gedacht habe.
ist noch im Boden drin. Kann das schon sein. Das ist ja gar nichts mehr. Nee, hier ist auf jeden Fall was drin. Aber das andere Signal hört sich auch interessant. Dann schauen wir uns später an. So. Hier ist nichts. Komisch. Ist es hier drin? Aber hier müsste es eigentlich sein. Hier ist aber nichts. Drehen wir mal um. Hier ist schon ein. Das Gerät ist ein. Aber wo ist es? Hä? Ich würde mal sagen, hier ist es drin. Aber es kommt halt überhaupt kein Ton. Komisch. Hier ist es immer noch. Raus haben wir es noch nicht. Müsst hier doch liegen. Aber hier ist nichts. Okay. Okay. So Leute, nach 5 Minuten Zugen habe ich Signal gefunden. Es ist richtig tief. Bestimmt auf 20 cm drin oder so. Jetzt gucken wir mal, was es denn ist. Es scheint sogar noch tiefer zu liegen. Aber ich habe Vermutung, also ich vermute irgendein Eisenstück oder so. Ja, ich denke mal, es wird irgendein fettes Eisenteil sein. Oh Mann. Hoppa. Okay, interessant. Pinpointer dreht durch. Ah. Jetzt haben wir's. Da liegt's. Ja, das ist das sogar. Ein fetter Eisenbatzen. Ja, nichts Besonderes. Fettes Eisenteil. Gut, weiter geht's. So Leute, das nächste Signal. Konstant mit 65 reingekommen. Schauen wir mal, was es ist. Ich bin ja gespannt. Nach den zwei Silbermünzen und vermutlich der Römermünze bin ich jetzt eh, egal was kommt, immer begeistert. Heute ist ein perfekter Tag. Ja, das ist es wahrscheinlich. Das war's, oder? Ja. Ein Stückchen Blech. Zwar ein konstantes Signal, aber ein Stückchen Blech. Weiter geht's. Ah, Leute, ich sag's euch, hier ist Hirschkot. Und jetzt passt mal auf. Super, oder? Genau drüber. Schönes, es hilft jetzt nicht. Ich wusste es jetzt anstechen. Aber da müssen wir das mit ganz viel Feingefühl behandeln, dass wir nicht in die Scheiße gelangen. Entschuldigung meine Ausdrucksweise, aber das habe ich jetzt keinen Bock. Dürfen wir eh schon haben, hoffe ich. Ja,
Hier ist es. Ich hab sogar raus. Jetzt kommt was Gutes. Fuck. Ah, Stückle Blech. Aber ich habe eben nichts anderes berührt, nur das Stückle Blech. Ah, weiter geht's. So Leute, das nächste Signal des heutigen Tages, reingekommen mit 82. Wie davor auch schon das eine Markstück von 1880. Selber Wert. In der Nähe der Position, wo ich die andere Münze gefunden habe. Jetzt gucken wir mal. Ach, leck mich am Ärmel. Was ist das? Seht ihr es? Das ist eine Münze. Das ist auf jeden Fall eine Münze. Ach du Heilige. Was ist denn das? Leider erkennt man gar nichts mehr. Das muss ich zu Hause mal sensibel reinigen. Aber ich glaube, das ist ein Anstecker. Oder so. Hier könnte die Nadel gewesen sein. Ich weiß, man erkennt wahrscheinlich gerade gar nichts. Aber nicht schlecht. Nehmen wir mit, machen wir es aber. Vielleicht sehen wir noch was, vielleicht aber auch nicht. Also, Foto seht ihr eh schon, ob es was geworden ist oder nicht. Genau, weiter geht's. So Leute, das nächste Signal, ein Oberflächensignal. Reingekommen mit 50. Schauen wir mal, ob wir das ganz viel Gefühl rauskriegen. Nee, muss ich einstechen, hilft nicht. Da habe ich ganz viel Gefühl. Einstechen. Jetzt haben wir sie schon. Ja, da haben wir es. Okay, das ist auf jeden Fall ein Eisenteil. Wie war es was anderes zu erwarten? Naja, gut, nehmen wir mit. Weiter geht's. So Leute, Schnäuzen vorbei. Auch schon ein kleines Löchlein weiter ausgehoben in der Zwischenzeit. Gucken wir mal. Hier ist es noch irgendwo drinnen. Gut, tun wir mal schnell das ganze Zeug weg. Das ist es aber nicht, nee. Es war auf jeden Fall kein schlechtes Signal. Mich würde es natürlich wieder freuen, wenn es was wäre. Okay, hier ist es drin. Hier. Ah, das geht's ja nicht. Eine Tube. Ja gut. Sonst war es ja nichts. Nehmen wir mit, weiter geht's. So Leute, das nächste Signal reingekommen mit 83. Ist aber leider tief gewesen. Aber mit dem Pinpointer haben wir schon erwischt. Hier scheint es zu liegen. Beziehungsweise hier scheint es irgendwo zu sein. Gucken wir mal. Jo, ihr hört es jetzt auch. Okay, dann müssen wir hier rein. Ohne dass wir es anstechen, holen wir es jetzt mal raus. So. Okay, hier ist es drin. Immer noch hier. Hier ist es. Ich dachte mir jetzt, vielleicht ist es ein Coinball, aber in Wahrheit ist es wieder ein Naschel. Gut, weiter geht's. So Leute, das nächste Signal konstant reingekommen mit 76. Hier ist es. Drinnen. Schauen wir mal, ob wir es rausbekommen. Stechen wir jetzt extra ein bisschen tiefer ein, sodass wir das Ding nicht beschädigen. Haben wir es oder haben wir es noch nicht? Nee, ist noch drin. Aber ursprünglich war die Tiefe, die angesetzte Tiefe 10 cm. Jetzt sind wir doch ein bisschen drüber hinaus, über das Ziel hinausgeschossen. Jetzt sind wir doch bestimmt schon bei 15. Naja, gucken wir mal. Vielleicht ist es dennoch was Gutes. Ah, hier ist es schon. Oha, oh, das war mal eine große Patrone. Hui.
Nicht schlecht. Was war das? Kaliber 50? Nee, kleiner. Aber fett. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja gut, nehmen wir mit. Entsorgen wir. Anständigerweise, entschärft ist ja schon. Da ist ein Cut dran. Nichts ist mehr drin, oder? Nee, das war's. Ist nur noch das Stückchen übrig. Gut, weiter geht's. Alter Leute, die Wiese ist einfach die Zauberwiese. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Alleine wie viele Signale das da schon kommen. Also welche man angraben möchte. Das ist schon heftig. Vor allem jetzt waren noch zweimal Silber dabei und vermutlich einmal Römer. Und über die habe ich mich ja sehr gefreut. Und jetzt haben wir hier nochmal einen Batzen. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ja, das ist ein richtig schöner großer Coinball. Jetzt wäre natürlich noch mega, wenn ein Coin drin wäre. Ja, ich habe unseren Coin schon gefunden. Wieder ein großes Blechstück. Bralu-Stück. Ja, ich glaube, das wird der Titel. Zauberwiese, und da lasse ich mir noch was Schönes einfallen. Kann man ja auch echt sagen, bei zweimal wunderschönen Silber und einer Römermünze vermutlich. Perfekt. Weiter geht's. So Leute, nächstes Signal reingekommen mit 73. Hier scheint es zu sein. Gucken wir mal, was es denn ist. Ob wir es erwischt haben. Ja, erwischt haben wir schon. Okay, ist doch dran. Nee. Aber erwischt haben wir es. Ah, hier. Ah, haha. Hehe, eine Münze. Eine Münze. Seht ihr es? Ach, gehen wir mal ins Licht. Das muss ich euch jetzt zeigen. Das ist ja wunderschön. So. Hier ein Kopf zu sehen. 1949 bis 1969. Bundesrepublik Deutschland. Und auf der Vorderseite, was ist es denn? Ah, das sind 2 Mark. Bundesrepublik Deutschland 1974. 2 deutsche Mark. Ah, ist die schön. Also richtig schön rot. Aber sehr schön, vor allem mit dem Licht jetzt noch. Ah, das freue ich mich. Jawohl. Yes, weiter geht's. So Leute, das letzte Stück nehme ich euch nochmal live mit. Hier der Ausblick, traumhaft schön. Die Sonne scheint. Die letzten paar Minuten sind wir nochmal miteinander live unterwegs. Ich muss sagen, heute hat sich echt sehr gelohnt. Es war auf jeden Fall eine Zauberwiese oder wie manche andere sagen, Traumwiese. Ich bin mega begeistert. Aber ich muss jetzt leider für heute aufhören. Ich habe mich ja zum Essen noch verabredet, zum All You Can Eat. Auf das freue ich mich jetzt schon sehr. Reinspachteln beim Chinesen, besser geht gar nicht. Mit Freunden und Freunden, perfekt. Naja, aber auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne auch kommentieren. Wer es noch nicht getan hat, gerne auch abonnieren. Genau. Und die Glocke aktivieren, so verpasst ihr nichts mehr von mir. Nee. Ja, wohl? Nee. Ja, gut. Ansonsten wünsche ich euch, egal wann ihr das Video seht, morgens, mittags, abends, eine schöne Zeit. Genießt den Tag, genießt den Abend. Sitzt euch vorm Fernsehen oder geht fort, lasst es krachen. Auf bald. Euer Sonnenlucke. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao, ciao.